Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Ich möchte nicht lange herumfackeln. Ich möchte mit euch gemeinsam hier entlang gehen in den tiefen Dschungel. Über Route 5 hier nach oben. Denn nur da wird man uns loben. Okay, Cäsar, Charlotte und Kyoto werden uns hier wohl sehr gut leiten. Wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. So, Kyoto machen wir mal hier vor. Gucken wir mal, müssen ja auch gleich an die Spitze. Da brauchen wir nämlich noch ein paar Level-Ups. So, die drei werden es sein. Gegen Pflanzen-Pokémon werden die relativ hilfreich sein. So, okay, gut. Wir fangen einfach mal an. La, 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 la. Rein hier, quer durch den Baumstamm hindurch. Oh, da ist sie schon. Tag. Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinem Team stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als ihr erfüllt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Schließlich hast du einen Glitzerstein erhalten von Kaporikui. Höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Da, kannst du ihn hören? Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche. Und zwar Mahos berühmtes Spezialmenü. Mahos berühmtes Spezialmenü? Okay. Dafür sollst du mir 4 Zutaten bringen. Eine Makubeere, eine Minipilz, ein Vitalkraut und Wundersaat. Hier, diesen Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Würdest du die Zutaten in deinen normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich mit Bisbug übrigens leichter finden, denn er spürt einfach alle auf. Mit dem B-Knopf lässt du es schnüffeln. Ich weiß, wie Bisbug funktioniert. Okay, also nochmal zum Mitschreiben. 4 Zutaten sollen es sein. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut und Wundersaat. Also dann, der Schattendschungel erwartet dich. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Blau, bau, bau. Oh je, ich glaube, der Schattendschungel ist ein bisschen zu schattig für meinen Geschmack. Oh oh. Hier geht's hoch. Dann würde ich sagen, Bisbug, go. Na, na? Kannst du schon was erschnüffeln? Du großer Lümmel, du. Nein? Ah. Auf dem Baumstamm wachsen einige Pilze. Welche davon benötigst du? Minipilz. Hä? Huh? Doch, der Riesenpilz greift an. Oh nein! Es ist ein Parasek. Und es ist wild. Los, Kyoto! Rette uns! Okay, leider habe ich nur eine physische Attacke und ich hoffe, das gute Parasek kann nicht Sporen wird. Oder hat, beziehungsweise Sporen wird nicht als Fähigkeit. Perfekt! Such XP. Gut, weiter geht's, Bisbug. Ich bin's, Maho. Einen feinen Pilz hast du da gefunden. Warum der unter Pilzliebhaber in der Arena ist? Das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Doch fehlen 3 Zutaten. Finde sie bitte alle ganz schnell. Oh Gott, da geht's ja noch tiefer. Oh, da geht's ja noch tiefer. Ich bleib erstmal hier im Vorraum. Oh, X-Abwehr. Nah dran, aber nicht an den Zutaten, die wir brauchen. Okay, da geht's auch noch tiefer rein. Oh, und da auch. Das ist ganz schön groß hier. Das macht mir Angst. Das ist nicht gut. Okay, gut, dann gegen Uhrzeigersinn.
Okay. Okay, da brauchen wir Tauros und hier brauchen wir Stärke. Stärke haben wir noch nicht, aber Tauros. Wow. Großwurzel. Oh. Okay, jetzt sind wir wieder hier am Eingang. Okay, dann würde ich sagen, doch wieder auf Bissbark. Denn der kann schnüffeln. Stärke haben wir ja allerdings aber auch noch nicht. Ist trotzdem vielleicht noch irgendwo was? Vielleicht hier? Nee, oh. Ups. Das haben wir nochmal alles. Bum, bum. So, was sagt Bissbark? Ah, im Boden ist Saat vergraben. Das ist Wundersaat. Wundersaat im Zutatenbeutel verstaut. Perfekt. Ich bin's, Mao. Die feine Wundersaat hast du... eine feine Wundersaat hast du da gefunden. Mehr Nährstoffe auf einmal gehen nicht. Ein wahres Wunder des Dschungels. Noch fehlen zwei Zutaten. Zutaten. Finde sie bitte ganz bald, ja? Natürlich, natürlich. Ja, klar. Schaut eigentlich, dass hier was liegen würde. Ja. Ah, X-Angriff. Warum auch nicht? Okay. Weiter geht's. Hier wären wir durch. Dann auf nach oben. Und da wird man uns loben. Ja. Heilpuder. Das habe ich zwar nicht gesucht, aber okay. Oh. Hoch? Hoch? Ah, das Gras hier ist sehr verdächtig. Möchtest du es herausziehen? Ja. Das ist ein Vitalkraut. Oder noch? Doch nicht. Beim genaueren Betrachtung entpuppt es sich als Unkraut. Ein Pokémon springt aus dem hohen Gras und greift dich an. Oh nein, ein Pokémon. Was wird es nur sein? Oh nein, es ist ein Imantis. Oh, da muss ich mich gleich mal von Freude anders hinsetzen. Oh. Los, Kyoto. Zeig es diesem kleinen Tierchen mit einem Feuerzahn. Raps. Kyoto regelt. Hey. X-Päden aber besser sein können. Na gut, gucken wir mal weiter. Schnüffel, schnüffel. Ah, das Gras ist jetzt sehr verdächtig. Wir ziehen es noch einmal heraus. Oh, doch wieder eine Schüttelkraut. Es ist Unkraut. Und wir werden wieder angesprungen. Nein. Was ist es denn diesmal? Oh, schon wieder ein Niemandes. Kyoto streicheln kann, irgendwie. Vielleicht, wenn es gewonnen hat. Ups, nein, stopp, halt, nein, nein, nein. Sehr effektiv. So. Mach es mal weg. Jetzt klingt, mach es mal bitte weg. Kann ich irgendwie streicheln so? Nee, geht nicht. Schade. Damals, wenn man dann so mit dem Bildschirm gestrichen hat, hat sich das dann gefreut, wenn man es dann gestreichelt hat. Aber das haben sie anscheinend rausgenommen. Na gut, weiter geht's. Oh, ein Hypertrank. Den hätte ich noch lange schnüffeln können. So, weiter geht's. Ja. Diesmal wieder verdächtiges Gras. Oh, diesmal ist es wirklich Vitalkraut. Ein Pokémon springt aus hohem Gras und greift dich an. Oh, schon wieder. Oh Mann, na gut. Oh, es ist wieder ein Niemandes. Wer hätte das gedacht? Niemandes, du bist ganz schön penetrant, weißt du das? Penetrantes, solltest du heißen. Oder so. Lol. Rap.
Wie es immer hinterguckt. Voll süß. Ach, Kyoto, ich hab dich lieb. Ein schöner Rush Level 26. Lalala, lala, und möchte Brüller lernen. Das tut es aber nicht. Lalala, 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 lalala. Okay. Weiter geht's. Huch? Ich bin's, Maho. Ein feines Vitalkraut hast du da. Es ist selbst für Pokémon erschreckend bitter. Aber es gibt Gerichten die richtige Würze. Ja, es fehlt noch eine Zutat. Finde sie bitte, so schnell es geht. Okay. Gucke noch alles ab. Wenn ich kurz darf. Oh, da geht's auch noch lang. Da scheint sonst nichts mehr zu sein. Groß, okay. Dann auf durch den Baumstamm. Oh. Eine TM. Strauchler. Nice, ist wisey. Ich hab zwar keine Pflanzen-Pokémon, aber egal. Okay, was steht hier? Ein Spezialtipp von Maho. Vitalkraut erkennt man daran, dass es kürzer ist als das Gras drumherum. Es hat außerdem eine belebende Wirkung, gehört in jede Küche. Okay, das hätte ich vielleicht vorher lesen sollen. Naja, zu spät. Nochmal rauf auf Bisbark. Runter vom Bisbark. Sein Po ist zu dick. Und den Supertrank eingestrichen. So, und wieder rauf auf Bisbark. Ruff, ruff. Und jetzt zum letzten Abschnitt. Was steht hier? Ein Spezialtipp von Maho. Es gibt Pokémon, die Bären lieben. Deswegen sollte man Bären zu essen verarbeiten. Okay. Es gibt Pokémon, die Bären lieben. Ah, ich kann ein Foto machen. Der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Ah, na du? Ich sehe genau in der Mitte. Oh nein, der Film ist alle. No! Ich nehme einfach das Letzte. Ist ja auch egal. Nein, doch. Poste es einfach. Los. Das wirkt wie ein Troben. Oh, eine gute Bewertung. Zwar kein Rekord, aber hey. Oh, das dauert noch eine Weile, bis ich das nächste Update bekomme. Oh nein, wir werden angegriffen von vermutlich einem Pokémon, das Bären liebt. Schon wieder ein Niemandes. Es ist Wahnsinn. Los, Kyoto. Wieder einmal. Kümmere dich darum. Bitte. Feuerzahn. Oh, der arme kleine Lümmel. Bringt nicht mal viele XP. Das macht's auch trauriger. Okay. Eine Beere ist im Erdreich vergraben. Mago-Beere im zuteilten Beutel verstaut. Das ging ja schnell. Ich bin's, Maho. Eine feine Mago-Beere hast du da gefunden. Je größer die Mago-Beere ist, desto krummer ist sie. Und je krummer sie ist, desto süßer ist sie. Oho, du hast ja alle Zutaten beisammen. Prima, dann fange ich mal an zu kochen. Geh also bitte zum Eingang des Dschungels. Okay, mache ich gleich. Ich gucke schon ein bisschen um. Ja, okay, das war's. Cool. Oh, Yumi, jetzt wo du alle Zutaten beisammeln hast, fehlen nur noch. Das sind sie auch schon. Hallo, Maho. Wie geht's, wie steht's? Ich bringe wie immer einen Kampfknochen und einen Steinknochen. Ich habe immer ein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Wie immer. Tracy, Chiave, ich danke euch. Also gut, Yumi, es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher hervorlockt.
Gut, dann prüfe jetzt nochmal alle gesammelten Zutaten. Eine Marco-Beere, ein Mini-Pilz, ein Vitalkraut, eine Portion Wundersaat. Prima. So wie das Rezept verlangt, dann kochen wir jetzt Mahos Spezialmenü. Schwingen wir die Kochlöffel. Mit dem richtigen Rezept locken wir das Herrscher-Pokémon an. Das Aroma des Gerichtes sollte den Herrscher hervorlocken. Bist du bereit? Ja. Okay, Tracy. Dann kippe ich das Tafelwasser in den umgestülpten Beulenhelm. Klar doch. Ich weiß Bescheid. Ach ja, Tracy ist übrigens ein Mädchen. Die Mahobeere, der Minipilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Rein mit allem. Kiabe, leih uns doch bitte mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Okay, los, Yumi. Stampf jetzt bitte alles mit einem Knochen klein. Drücke den A-Knopf und stampfe damit die Zutaten klein. Hau drauf! Kräftig stampfen! Mach breit raus! Was ein eigentümlicher Geruch breitet sich aus. Aus den tiefsten Tiefen des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren. Mama, Mama, Manti! Der Herrscher des Schattendschungels, Mantidea, ist hinter dir erschienen. Mantidea, der Herrscher, greift an. Und er wird gleich leuchten und wie er das tut. Los, Kyoto! Wird ein Feuerzahn reichen? Ich glaube nicht. Wir probieren dann noch unser Bestes. Für den Feuer einen Kristall geben sollen, damit er eine super duper krasse Attacke einsetzen kann vom Typ Feuer. Egal, wir schaffen das Ding auch so ganz gut, oder? Oh, und es brennt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt ruft es bestimmt erstmal nach Hilfe. Was auch sonst. Und? Natürlich kommt was. Oh, ein Formeo. Das ist unüblich. Ich wollte das Formeo gar nicht angreifen. Ich wollte eigentlich, dass man Tidea angreifen. Ups. Oh, und es heilt sich. Läuft richtig knackig, der Kampf. Und es kann Aquaknarre. Aua. Kyoto. Okay, ganz ruhig. Feuerzahn auf Mantidea und einfach das Beste hoffen, vielleicht. Dauert ziemlich lange, bis die Attacken eingesetzt werden. So, Kreuzschere. Oh shit. Aha. Okay. Das Romeo ignorieren wir jetzt mal. Oder auch nicht. Kyoto fängt an zu verzweifeln. Oh shit. Verbrennung schadet. Okay, ganz ruhig. Beute, bleib ruhig, Kyoto. Du kriegst eine Kuhmuhmilch. 100 Punkte, das ist ganz schön viel. Du kriegst einen Supertrank. Ja, das klingt gut. Keine Angst, Kyoto. Ich stehe hinter dir. Du kleiner Flauschi. Kyoto ist dir sehr dankbar. Oh. Wow, such damage. Da muss schon mehr Angst vor Formeos Aquaknarre haben. Oh nein. Okay. Verbrennung und Schaden. Natürlich schaden die. Noch einmal Feuerzahn, bitte. Auf Mantidea. Wenn es eine Synthese einsetzt, müssen wir dann das Übelste hinter uns haben. Natürlich setzt die Synthese ein. Was auch sonst. Diese blöde Aquaknarre. Die stört wirklich. Oh, ich muss aufpassen. Ja. Ja, Kyoto, ich weiß, die Lage wird brenzelig. Oh. Das
Das wird, glaube ich, schon eine Weile so gehen, weil dieses scheiß Vieh immer wieder Synthese einsetzen wird. Vielleicht sollte ich wechseln. Das wäre vielleicht eine bessere Variante. Dann würde ich sagen, wir nehmen Caesar einfach jetzt gleich rein. Setzt nämlich wieder Synthese ein, das ist das Problem an der Sache. Ja, und du setzt einfach Knarre ein, das ist das nächste Problem an der Sache. So klappt das nämlich nicht. Okay. Ich hoffe nur nicht, dass es noch irgendwie sowas wie Donner oder Blitz kann oder so, das Fomeo. Vielleicht sollte ich mich einfach auch erstmal auf das Fomeo konzentrieren. Okay. 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 Stopp, Fomeo. Das ist sehr effektiv. Das soll sehr effektiv sein. Das ist einfach verfickter Ernst. Okay, okay, Leute. Chillt mal beide eure krasse Base, ne? So, okay, ich würde sagen, ich werde jetzt Kyoto nochmal einen Supertrank geben. Und werde ihn dann die Zellattacke einsetzen lassen. Und zwar auf Fomeo. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Und danach werde ich mich Marvin das Montidea kümmern. Schon ein bisschen fies, so 2 gegen 1. Au! Oh. Dürfte ich jetzt bitte irgendwas tun? So. Bekomme ich noch die Zeit? Z-Kraft. Fulminante Faustschläge auf Fomeo. Das Ding muss aus dem Weg geschafft werden. Jetzt. Komm. Tschüss, Fomeo. Ja, du hast eine Z-Kraft. Das ist eine schöne Sache. Und jetzt bitte räume es aus dem Weg, Kyoto. Und... Oh, Gott sei Dank. Okay. Oh. Okay, in Kyoto Rush Level 27. Das ist fair. Okay, du verbrennst immer noch so vor dich hin. So viel der Mitstreiter. Wenn die Sachen von mir kommen, dann bin ich raus. Das ist okay. Ich setze erstmal noch einen Supertrank ein. Ich glaube, dieser Kampf dauert noch ein bisschen. Ja, lehnt euch zurück. Ich möchte das eigentlich gerne mit Kyoto schaffen, aber zur Not werde ich auch noch auf Caesar oder ähnliche zurückgreifen müssen. So, ich hoffe. Oh shit. So, ich probiere jetzt einfach nochmal Feuerzahn. Und ich hoffe, es wird ein Volltreffer. Kyoto reagiert blitzschnell. Ja, danke Kyoto. Los, Feuerzahn! Oh nein, das wird wieder Synthese einsetzen. Ich sehe es doch schon. Bitte, setz, greif als erstes an. Greif als erstes an. Kyoto, greif als erstes an. Dann haben wir das scheiß Mantidea hinter uns. Nein! Ich verliere gerade vor Schreck mein Headset. Kopfhörer, wo seid ihr? Kyoto, nein! Und es fällt auch noch ab. Oh nein, jetzt wird Kyoto vermutlich auch noch besiegt werden. Oh. Verdammt, ey. Okay, Leute. Puh. Okay, Kyoto, das reicht. Ich hab genug gesehen. Caesar. Wir tauschen dich rein. Ich hoffe, Caesar regelt. Guckt ihn euch an, den kleinen Fucker, wie er guckt.
Was soll das sein? Das ist nicht sehr effektiv. Lass Cäsar in Ruhe. Wie genervt er einfach noch da steht. So wie... was soll die Scheiße hier? Okay. Schnabelkanone. Bitte auf Mantidea. So. Naja, synthetisiere dich nur. Du wirst nicht weit damit kommen, Mantidea. Bald ist dein... ach, sehr gut. Dein Sein Geschichte. Oh, danke. Wie unbeeindruckt Cäsar einfach nur zu da steht. So. Ja. Interessant. Mir ist eigentlich ziemlich egal gerade. Genauso guckt er. Nicht so, wer bist du? Auf den Blick, ey, so, wer bist du? Schaut uns so voller Hass das arme kleine Trompik an. Oh shit. Okay, nochmal Durchbruch, eventuell. Cäsar? Oh, Cäsar ist das egal. Cäsar haut einfach alles kurz und klein. Boah, Cäsar ist einfach der Coolste, ey. Guckt ihn euch mal an. Wie er einfach da steht und einfach nur so übelst der krasse Ficker ist. Ich meine, hallo? Ist er nicht cool? Wow. Wow, ein wildes Level-Up hier wieder. Oh, Käfer gebrummt. Soll der Attacke durch Käfer gebrummt ersetzt werden? Schauen wir mal ganz kurz. Käfer gebrummt. 90. Andere Zeug schalten wir und ziehen und uns auch, wenn der das nicht wieder verdenken muss. Brumm, brumm. Du besiegst Mantidea, den Herrscher. Und Cäsar so, das war kein Problem, Bitches. Jo, was geht? Oh, Kyoto! Oh Gott, das sieht mitgenommen aus. Oh Mann. Ich hätte gleich Cäsar reinrufen sollen. Cäsar ist immerhin auf Stufe 3 und du bist auf deiner ersten Stufe. Also auf Entwicklungsstufe 2 und du bist Stufe 0 quasi. Ja, ja, okay, wir spielen. Dieser Streicheli. Ja. Dann kriegst du noch ein Leckerchen. Hier, bitte. Jetzt ist einfach schon so weggenommen. So. Ja, du bist doch der Beste. Der Allerbeste. Der Beste. Okay. Du bist ja unheimlich stark, Yumi. Nicht nur, dass du ziemlich Talent hast, nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscher-Pokémon besänftigt hast. Im Vela-Vulkan-Park war es das Gleiche. Dabei bin ich doch so stolz auf meinen Amphira. Auch meine mit großer Hingabe trainierten Lusardin hatten keine Chance. Dann hast du jetzt alle drei Prüfungen auf Akala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Oh yeah. Prüfung bestanden! Yay. Du hast den Zeitkristall von Maho erhalten. Die Pose, um das Pflanzen-Pokémon, um aus Pflanzen-Pokémon die Z-Kraft herauszuholen, geht so. Pflanze! Cool. Und da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattendschungel trainierst, Yumi. Um als kleine Starthilfe will ich dir gleich mal diese Nestbälle auf den Weg geben. Oh. Okay. Na sowas, Mantidea hat ja gar nicht alles aufgegessen. Chiave, Tracy, kommt, gönnt euch auch eine Portion. Man denkt. Danke, man dankt. Dankeschön. Okay.
Okay. Der Geschmack des Steinknochens entfaltet sich langsam. Das Essen schmilzt mir auf der Zunge. Nein, warte. Es ist die Zunge, die hier schmilzt. Meine Güte! Was? Was, Leute? Was habt ihr denn auf einmal? Hey, bleibt hier! Was? Ihr geht jetzt wegen der großen Prüfung alle zu Myla? Oh, hier riecht's aber lecker. Hat Mao wieder ihr Spezialmenü gekocht? Du hast doch Maos Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als die TM Schmalhorn. Die garantiert dir einen Treffer. Neue Erfahrungen und Entdeckungen sind das Salz in der Suppe des Lebens. Es gibt ja eine Einrichtung, die du dir auf deiner Inselwanderschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede vom Dimensionsforschungsinstitut. Es ist nicht weit weg. Oder um es mit einem Attackennamen auszudrücken, es ist nur einen Funkensprung entfernt. Mein Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von Akala, Yume. Als nächstes wartet die große Prüfung von Inselkönigin Myla auf dich. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Wenn du ihr Team besiegen willst, würde dir eines der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel bestimmt helfen. Schau beim Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind, okay? Du musst einfach nur Route 6 folgen, um es zu finden. Frag Rotom, falls du Hilfe brauchst. Ich will aber kein Pflanzen-Pokémon haben. Ich bin so zufrieden. Professor Kokoi hat gesagt, dass wir zum Dimensionsforschungsinstitut gehen sollen. Ja, das hat er gesagt. Gut. Das war's eigentlich auch schon von der Folge, hä? Damit die gesamte Folge mit der Prüfung verbracht. Ist ja nicht so schlimm. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das direkt mal. Wir gehen zur Inselkönigin. Aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Yume, Let's Play Pokémon Sonne. Bis zum nächsten Mal. Bye.